gefolgt über Berg und Tal. Ich suche den neugeborenen König. Alicia, Alicia. La la la, Alicia. Loge die Soße. Halleluja. Die heiligen drei König Sandor. 12 Rauhnächte gibt's zwischen Weihnachten und drei König. Und in diesen Rauhnächten ist richtig viel los, besonders viel im Alpenraum. Und Oberösterreich ist ein richtiges Zentrum und genau von hier kommt unser erster Treffpunkt in diesem Jahr, nämlich aus Maria Schmollen, und ein herzliches Grüß Gott, verehrte Zuschauer. Immer am 5. Januar, da sind die Junggesellen der Zeche Michelbach unterwegs und da erleben sie allerhand Interessantes und ach, gucken sie am besten selber, wenn sie unterwegs sind, bei Maschkerer gehen. Maria Schmollen in Oberösterreich. Ein weitläufiger Ort mit vielen Weilern und Bauernhöfen. Eine beschauliche und ruhige Gegend. Außer am 5. Januar, denn da gehen die Maschkerer um. Ein Dreikönigsbrauch mit fastnächtlichen Zügen. 20 Junggesellen vom Ortsteil Michelbach sind die Akteure. Und wo sie sind, ist Action. Der Friseur, der Finanzbeamte, die Tänzer und die Musik, alle ziehen eine Show ab. Auch der Bär, sein Treiber und der Rauchfangkehrer. Der Glücksbringer schlechthin. Der Hausierer will seine abgehangene Ware loswerden und der Finanzbeamte treibt exotische Steuern ein, wie die Feuerwerkssteuer. Sie bringen Glück fürs neue Jahr, die Maschkerer, und treiben das Böse aus. Und deshalb sind sie gern gesehen. Und nach der Gaudi gibt's für die hungrigen Hauptdarsteller eine Brotzeit als Dankeschön für die gute Unterhaltung. Leberkässemmeln für den Hunger zwischendurch und was zu trinken. Ein Bier oder ein Schnapserl. Beliebt ist auch der gute alte Eierlikör. Die Gastgeber sind großzügig. Freut man sich da, wenn die Maschkerer zu einem kommen? Ja, ja, sicherlich. Im Jahr einmal. Ist eine Freude, sowieso. Ist man da auch freigebig? Ja, vielleicht. Das gehört zum Brauch. Die Kinder sind auch dabei gewesen, die letzten Jahre. Ist Tradition. Wie machen Sie Ihre Arbeit, die Jungen? Sehr gut. Sehr schön beieinander. Weil ich zahle noch dein, wie es bei uns sind. Wenn die schön bei uns sind, wird weniger Geld hergeben und sonst gebe ich ein bisschen mehr. Heute wieder ein bisschen mehr geben müssen. Und kaum sitzen sie 10 Minuten, müssen sie auch schon wieder weiter. Die Garage leert sich, nur einer will noch nicht gehen, der böse Teufel. Er hat sich versteckt. Der Kasper, das Gute, findet ihn, treibt ihn hinaus und vertreibt so symbolisch die bösen Geister. 20 Kilometer werden sie heute zurücklegen und über 100 Häuser besuchen die Jungs von der Zechkameradschaft Michelbach, ein Kameradschaftsbund der Junggesellen. Sie pflegen das Brauchtum, schon seit 200 Jahren. Und das Maschkerergehen ist der Höhepunkt des Jahres. Und wenn sie über eine Straße kommen, wird der Spaßpolizist aktiv. Er hält die Autos an und verlangt eine Maut. Und wer die Maschkerer kennt, zahlt. Die angeblichen Sünder machen mit bei der Gaudi und geben gern. Ich sag Dankeschön und ein gutes nächstes Jahr. Ja, ebenfalls, gell? Ja. Vierte. Wo Licht brennt, sind die Maschkerer willkommen. Auch bei der Familie Liedl. Hier dürfen sie noch wie früher in die gute Stube. Und die bösen Geister austreiben. Der Seniorchef des Hauses macht jeden Jux mit. So ist es Tradition. Auch der Friseur hat wieder ein Opfer gefunden. Nimmt der Rauchfangkehrer nur echte Asche, um die Leute einzuschmieren? Ah, das ist echte Asche.
direkt vom Kamin. Das ist die beste. Warum? Die geht sehr schwer runter. Haben Sie früher auch mitgemacht? Ja, schon. Ja. Wie lange ist das her? 50 Jahre. Haben Sie gute Erinnerungen dran? Ja, schon gute Erinnerungen, ja. War's wild oder wie war's? Ja, es war aber lustig. Und es ist Tradition bei uns da. Zum Schluss muss noch der Teufel aus dem Haus, damit das Böse im neuen Jahr fernbleibt. Mittlerweile hat es draußen geschneit. Kein Problem für die Maschkerer, die von morgens 6 bis nachts um 10 unterwegs sind, bei Wind und Wetter. Dann geht's in die Wirtschaft, zum Grande Finale. Über 100 Einheimische sind gekommen, um den alten Brauch zu zelebrieren. Und jetzt läuft der Bär zur Hofform auf und kriecht unter jeden Tisch. Eine riesige Gaudi für alle Beteiligten. Der Unterwäschehändler versucht auch noch mal sein Glück. Und der Heiratsvermittler sucht und findet ein Opfer. Das hat sich recht für die Helle. Schau, wir haben für dich. Findet ihr den Brauch? Super, klasse. Warum? Weißt du, wie es? Ich gehe selber auch mit. Ja, ist super. Einmalig, den gibt's nur bei uns. Ja, ich bin ein Urschmäuner und der Brauch ist natürlich gut. Und ich finde es sehr gut, dass der von lebenden Zechen, so wie es in Maria Schmäuner 2 gibt, einfach erhalten bleibt und traditionsbewusst einfach fortgeführt wird. Und ich finde es gut und so soll es auch bleiben. Je später der Abend, desto heftiger steckt der Bär. Bär ist ein ziemlich wilder Hund, oder? Ja. Das kann man wohl sagen, so kennt man gar nicht. Macht der Bürgermeister in Maria Schmollen auch mit? Natürlich, das gehört dazu, das ist Tradition. Außerdem, ein bisschen Russ vom Raufenkehrer bringt natürlich Glück, gell? Das ganze Jahr. Und so feiern sie noch bis in den Morgen, die Maschkerer. Immer an Dreikönig in Maria Schmollen.